Was Sie ja nicht wissen, ne? Sven Pfister und ich haben eine große Gemeinsamkeit. Wir haben beide Hühner zu Hause. Ja, absolut. Also ich habe diese Zwerghühner. Ja, und wir reden noch immer darüber. Ich muss jetzt sagen, unser Hahn ist tot. Er ist auf eine Henne gestiegen und hat sich beim Absteigen das Bein gebrochen und ist daran gestorben. Ich finde, es eigentlich ein ganz guter Ausstiegspunkt im Leben, oder? Mehr vom Sport, weil es meine Überleitung für dich. Du, aber morgen Sturm, ne? Also du sagst... Wir müssen die Typen reinholen. Die fliegen uns weg. Ja, aber es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Ich glaube, die Hühner sind schlau genug. Die haben ja so diesen Instinkt, die bleiben morgen drin. Also die legen eh keine Eier. Klar, das dass du wieder hochbegabte Hühner haben musst. Ich habe ein normales... Also du schließt die ein, oder was? Mein Papa läuft davor und sagt hier, tüt, Körner schmeißen rein mit euch. Steffi, das hat was von Menschentiere-Sensationen. Auch gleich in der Bundesliga. So, du machst jetzt Fußball, hast du irgendwas zu sagen? Ja, glaube ich schon. Ja, ach du, ich habe so schöne Spiele. Weil du das lebensbejahende schwarze Shirt wieder anhast. Neutral in schwarz, wie immer. Ja, lassen Sie sich überraschen. Heute machst du aber nicht so lange wie letzte Woche. Nee, heute darf ich ein bisschen früher nach Hause. Sven. Dann muss ich ja Hühner gucken da. Ist ja klar. Life is a Rollercoaster. Wo ist der Hahn jetzt? Beerdigt. Im Garten? Oder Mama hat ihn eingefroren, ich weiß nicht. So.